Ja, Leute, ich bin ziemlich still. Tut mir leid, ich bin in Gedanken versunken und genieße eigentlich auch die Fahrt. Ja, ich fahre nicht so oft wie früher. Bin ich das sehr oft mit Freunden gefahren, mit Bekannten gefahren und dann jahrelang gar nicht mehr. Und dieses Jahr hat es wieder angefangen. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Das ist sehr ungewöhnlich und wenn man sich eh noch nicht so richtig gut kennt, tja, dann ist das klar. Boah, schaut euch mal diese Landschaft an. Ich war hier auch schon etwas länger nicht mehr. Ich vermisse es. Schöne Häuser, schöne Kurven, geile Landschaft. Mäh. Und rote Ampel natürlich. Ha, ha, guck mal. Yeah, so muss das immer sein. Ich komme, es wird grün. Ich finde es sehr schade, dass Infi nicht mit seiner Aprilia da ist. Wieder eine Chance verpasst, endlich mal eine Aprilia SR zu fahren. Aber das nächste Mal gehe ich ihn besuchen und dann hoffentlich klappt es. Aber ich muss wirklich sagen, die Aerox von ihm fährt sich sehr, sehr gut. Ja, die, hier, ihr seht es wahrscheinlich auf den Videos nicht. Es geht zwar nicht krass berghoch, ja, aber unten stand ein Schild, es geht 7% Steilung. Es zieht sich schön in die Länge, daher merkt man es nicht so. Aber der Roller hat schon zu kämpfen und trotzdem 60 hat er auf der Uhr. Super und echte km/h. Schaut euch das an. Ich fahre hier auf einer Brücke. Und hier, da geht es auch runter. Übel. Wahnsinn. Ich kenne diese Brücke auch von unten. Das sieht so beeindruckend aus, wenn man da hochschaut. Jetzt hier diese Gruppe, Brücke. Diese Brücke habe ich gemeint. Da unten stand ich nämlich schon und habe das von oben, von unten her angeschaut. Einfach sagenhaft. Seht ihr, was ich meine? Wir fahren immer an den Bergen dran vorbei. Oh, ich habe Infi verloren. Vor lauter Schwätzen. Sehr schade, dass das Wetter nicht mitspielt, dass keine Sonne da ist, dass kein, dass es so auf einmal so kühl geworden ist und dunkel. Ja, normal scheint hier mega die Sonne, es ist wunderschön, ein schlechter Tag. Blablabla, bla, bla. Wo wollen wir hin? Schwarzenbachtalsperre. Ich muss wirklich sagen, wunderschönes Wetter. Jetzt endlich kommt die Sonne raus. Oh, und man merkt sie auch schon oft, dass es aufwärmt. Wunderschön zu fahren gerade.
sehr, sehr schön. Ja, die Sonne hat uns wieder in den Stich gelassen. Sie war nur ganz kurz da, leider. Boah, guckt euch das... Nein, ich wurde geblitzt! Die Schweine haben mich geblitzt. Infi hält jetzt auch schön Abstand von mir. Da steht's auch. Zack! Das ist so geil. Sorry Jungs, ich wollte eine Aufnahme von vorne, wie Infi auf mich zufährt. Ja, wir setzen uns hier hin. Bleiben wir hier lieber, oder? Warte, das stelle ich jetzt gleich mal dahin.